Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sollten unsere Eltern beerdigen, wir haben eine Schaufel, aber irgendwie ging das nicht. In der letzten Folge, jetzt weiß ich aber wie es geht, rausgefunden, indem ich hier rumgelaufen bin. Vorher mal schnell hier hochgegangen, dann einmal außen rum und dann kommt man, ja, im Prinzip hier vorne wieder raus und dann guckt mal, was hier steht. Aber mir fällt gerade ein, was ist eigentlich mit unserem Pferd los? Also mit Rosinante. Ne, die hieß nicht Rosinante. Oder das Pferd hieß nicht Rosinante. Das hieß irgendwie Oleander oder irgendwie sowas. Das ist ja weg, seit wir teleportiert haben. Ja, vielleicht kriegen wir es wieder, vielleicht auch nicht. Wir werden es rausfinden, denke ich mir mal. Eben, hier hin und dann guck mal, wenn man hier hinkommt, beginnen zu graben eh. Das war nicht das, was ich unter der Linde vorne gesucht habe. Ist aber egal. Ich habe es rausgefunden, weil ich hier rumgelatscht bin. Okay, ich würde sagen, wir graben mal schweren Herzens. So, Schaufel, Schaufel. Er sucht wohl ein neues Herrchen. Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh. Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist... Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass ihr es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Nein, nicht. Gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen hat? Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte nicht nur ein paar Zähne gekostet. Oh, oh. Oh, oh, Moment, Moment. Wir haben nämlich, ja, ich habe es vermutet, er hat zwar die das Schwert gezogen, aber das haben wir nämlich gar nicht mehr an Bord. Das Schild auch nicht, das werden wir jetzt wahrscheinlich brauchen, würde ich mal sagen. Oh, ziehen, zieh, 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 zieh. Was ist das denn? Aua. Okay, ich glaube, da hatten wir keine Chance. Da hätte ich auch nicht ziehen brauchen. Unschön. Erste Blut mit dieser Schönheit. Dein
Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oh. Theresa. Hört auf mit den Spielchen. Haha, sehr gut. Ja, die kam gerade noch rechtzeitig. Oh, fertig? Nein, aber der Vorspann kommt ja nicht ein bisschen spät? Naja, wie auch immer. Wie unglaublich schön das einfach ist. Oh. Hebe unter der Linde, das haben wir abgeschlossen. Was ist das denn jetzt hier? Ach, du grüne Neune. Ich kann mich bewegen, das ist schon mal gut. Ich sehe noch nichts. Ich glaube, das müsste wohl dann irgendwie so ein, keine Ahnung, Fiebertraum oder irgendwie sowas sein. Oder liegen wir im Sterben? Das kann natürlich auch sein. Aber da oben haben wir eine Markierung beim Kompass. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal hier hin. Rette deine Eltern, steht da noch? Hallo? Oh, okay, wir retten mal. Ich nehme mal an, die Bösen, das sind die, welche hier so eine Markierung haben. Alles andere wäre komisch. Ah, ich muss hier irgendwie hier hinten auch noch gucken, da ist auch noch ein. Blöd mit dem Schwert. Mit dem Schild. Da mit dem Schwert auch. Okay, die haben wir wohl besiegt. Das war jetzt auch nicht die größte aller Übungen. Und jetzt? Ja, das ist halt wahrscheinlich einfach ein unverarbeitetes Trauma, was wir hier haben. Sprich, dass wir halt die Eltern nicht gerettet haben. Aber wir konnten sie ja nicht retten. Ich gehe mal der Markierung nach.
Einfach mal geradeaus, mal gucken, was passiert. Nein, nicht Steam, nein, Steam sowieso nicht. Falsche Taste einmal mehr, weil ich rennen wollte, aber man kann gar nicht rennen. Aha, du hast entdeckt, Schnellreiseort. Brauchst du Hilfe? Schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Ein bisschen. Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird das nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge, ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Oh oh. Wird's gleich wieder rot? Du bist wach. Nein. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie hast du mich gefunden? Was hast du in Scarlet's getrieben? Das haben wir ja eigentlich gerade gesagt. Ich bin müde. Ich würde mal sagen, wir machen mal gefunden. Wie konntest du mich retten? Ich war in Scarlet's und sah diesen Schuft Bishek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Thymberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Okay. Was hast du in Scarlet's gemacht? Hat's eigentlich gesagt. Was in aller Welt hast du in Scarlet's gemacht? Aufs Sterben gewartet. Was? Sie töteten meine Brüder, meine Familie, meine Freunde. Sie sind alle tot? Ja, alle, die ich geliebt habe. Einen meiner Brüder töteten sie in den Minen. Wofür hätte sich das Leben noch gelohnt? Sag sowas nicht. Es gibt immer Hoffnung. Nicht immer. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt bin ich eine andere. Auf alle Fälle eine sehr nette. Okay, sie haben nach mir gesucht. Ja, das war ja klar, wir sind ja abgehauen. Auf der Suche nach mir? Ja. Herr Divish hat sie geschickt und Hauptmann Robert führte sie an. Ich wüsste zu gern, wieso sich ein so feiner Herr für einen Schmied interessiert. Herr Divish versprach Herrn Ratzig, sich um mich zu kümmern. Aber ich habe keine Ahnung, weshalb. Okay, wir sind müde. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. Wahrscheinlich nochmal Fiebertraum. Guten Morgen. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Okay.
Ich liege schon viel zu lange herum. Wo bin ich? Ja, in, wie ist das? Rathaus oder sowas? Das ist also das Haus deines Onkels? Wir sind in der Mühle meines Onkels Peschek in Ratai. Ratai. Er nahm mich auf und nach etwas Überredung auch dich. Sehr nett eigentlich. Ich liege schon viel zu lange herum, würde ich auch sagen. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Okay, ich verdanke euch mein Leben. Ich muss an die Arbeit. Ja, danken wir erstmal. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Gut. Aber bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Okay, begib dich nach Pirkstein für eine Audienz bei Herrn Ratzig. Ja, aber wir müssen ja zuerst mal... Wort, junger Bursche. Ja, Moment. Die Rattaier Mühle ist nun dein neues Heim. Schlafe hier, wenn du willst. Auch deine Truhe befindet sich hier. Aha, ihr Inhalt steht ja auch in deinen anderen Häusern und Mietunterkünften zur Verfügung. Okay, ja, wir kommen gleich, Kollege. Ach, jetzt legt sich die Theresa erstmal hin. Das ist ja auch nicht schlecht. Naja, gut, die hat es natürlich auch streng gehabt. Ich würde mal sagen, wir essen mal. Beziehungsweise, hat sie nicht gesagt, sie hat uns was auf den Tisch gestellt? Och, ein süßer Pfannkuchen. Das ist ja schon eine nette. Können wir gleich nochmal ein bisschen nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal alles. Ich muss sowieso schnell gucken, was wir im Inventar noch haben. Ach, du grüne Neune. Alles weg. Oder ist das alles in der Truhe drin? Wir hatten doch noch Sachen von Banditen und so weiter, die alle noch einiges an Wert gehabt hätten, haben. Naja, gut. Nahrung. Wir essen mal den süßen Pfannkuchen. Haben wir denn überhaupt Hunger? Oh ja. Die bringen aber irgendwie nicht wirklich viel. Ach doch, Sattheit 48. So, jetzt haben wir Sattheit 57. Das heißt, wir gönnen uns... Nein, wir gönnen uns keinen süßen Pfannkuchen mehr, sondern wir essen hier noch ein bisschen aus dem Topf. So, warum geht jetzt der Inventar auf, wenn ich was aus dem Topf esse? Aha, interessant. So, mal nochmal gucken hier. Sattheit. Ja, das ist irgendwie noch nicht wirklich. Interessant, ich drücke auf E, dann geht hier der Inventar auf. Warum das denn? Aber haben wir jetzt was gegessen? Sattheit 57. Kann ich hier nicht essen? Gegenstand kochen, aus dem Topf essen. Ah, jetzt. Ich habe die ganze Zeit irgendwie in Topf geben. Was habe ich denn alles reingeschmissen? Oh Gott, oh Gott. Wir essen mal nochmal. Geht das? Nee, geht nicht mehr. Wie sieht's aus mit Sattheit? 82. Gut, das können wir definitiv so lassen. Ja, umziehen können wir uns in dem Sinn nicht. Wo ist denn unsere Truhe? Das wäre natürlich noch interessant. Da ist sie. Apfel, Apfel, Apfel. Waffen. Ja, das sind alle unsere Sachen. Die Frage ist, brauchen wir das? Ein bisschen was anziehen könnte man wahrscheinlich schon. Warum ist denn jetzt hier das Männchen weg? Irgendwie... Ach so, weil das alles in der Kiste drin ist. Ja, ist eigentlich logisch. Okay, da habt ihr recht. Okay, die Sachen sind alle noch da, aber ich weiß jetzt nicht, was wir anziehen sollen. Wir machen dann mal das. Dann die alten Stiefel. Biancas Ring würde ich glatt anziehen, weil, ja, aus, ja, wie soll ich sagen, leidenschaftlichen Gründen. Bald schon, im Gedenken halt. Aber ich sehe hier tatsächlich nicht, was wir... Wobei, wir ziehen das, glaube ich, noch nicht an. Wir nehmen es ja nur. Okay, dann nehmen wir mal das noch, das noch. Irgendwas, was noch ein bisschen Schutz gibt. Wir müssen es ja nicht anziehen. Wir können es einfach mal mitnehmen. Waffen. Auch wieder was laden. Ich würde mal den Kolben mitnehmen, damit wir ein bisschen lernen, auch mit verschiedenen Waffen umzugehen. Das ist anscheinend noch wichtig. Okay, Verband auch. Was wir haben, das haben wir. Nimm. Schild brauche ich auch. Alles nehmen, okay. Jetzt haben wir alles genommen. Ist eh besser. Jetzt können wir hier, jetzt haben wir nämlich das Männchen wieder hier. So, Rüstung.
Alte Stiefel, Biancas Ring, Bundhaube. Mal gucken, ob das alles irgendwie zusammenpasst. Beinlinge, gepolsterte Bundhaube. Schutz 3. Okay, dann können wir die eigentlich fallen lassen. Hat die Wert? Oh doch, 11,6. Ja, das behalten wir mal, das gute Stück. Aber ich glaube, wir müssen hier nicht einen auf großen Ritter machen. Das tut, glaube ich, nicht Not. Lederwams. Ja, so sehen wir doch irgendwie. Was ist ein bisschen komisch, das Ding, was er da auf der Rübe hat. Okay, Helm ist besser. Sieht immer noch ein bisschen schräg aus. Ja, das denkt er wahrscheinlich auch gerade. Aber okay. Gut. Ja, warum nicht den Kapuzenschal noch? Wir sind jetzt natürlich nicht gerüstet, um zu kämpfen, aber ich gehe auch mal davon aus, das müssen wir nicht. Sind wir schon wieder überladen? Mit all den Sachen? Echt jetzt? Dann sollten wir wieder was in die Kiste reintun. Aber was ist denn so schwer? Oder habe ich die ganze Kiste ausgeräumt? Tatsächlich. Ach du grüne Neune. Nee, das wollte ich natürlich nicht. Verschieben, wir verschieben mal. Wir könnten eigentlich alles verschieben. Okay, und wenn ich jetzt wieder rausgehe, dann sind wir wieder nackig. Echt jetzt? Ich dachte, dass er wenigstens die Kleider anbehält. Das wäre dann schon noch eine gewisse Dingens gewesen. Also nochmal diesen hier. Ich möchte ihm nicht alles nehmen, sondern nur bei der Rüstung alles nehmen. Ausgerüstet. Was ist das denn? Anzahl, okay. Ach so, das ist die Markierung hier, genau. Wenn man es dann anzieht. Nehmen wir mal nochmal. Einfach, dass wir was tragen. Ich möchte nicht nackig vor den Wirt, hätte ich bald gesagt, vor den Müller stehen. Gut, mal gucken, was haben wir jetzt alles dabei. Anziehen, anziehen, aber mal alles anziehen. Grünes Hemd, roter Kapuzen, ja, dann haben wir wenigstens was an. So, und überladen sind wir dann eben auch nicht mehr. Ich würde gerne mal hier hochgehen. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Wir machen es einfach mal. Was haben wir denn hier Schönes? Noch eine Kiste, aber wir werden jetzt sicher nicht den Müller beklauen. Ganz sicher nicht. Setzen und schlafen könnten wir, aber wir haben eigentlich genug geschlafen, denke ich mal. Unser Energievorrat, der müsste eigentlich... Nein, geht doch nicht wieder rauf. Ich wollte eigentlich nur schnell gucken. Energie 80, ja, ja. Und Gesundheit 100, habt ihr gesehen? Wir sind wieder gesund. Halleluja. So, Leiter schnappen. Und Downhill. Das wäre in die Richtung. Jetzt klappt es nämlich auch. Gut. So, einmal drehen. Da draußen ist der Müller, der möchte mit uns reden, ganz klar. Aber ein bisschen umgucken muss ja auch erlaubt sein. Sehr schön hier, detailgetreu. Mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Also ich kenne mich nicht aus mit Müllereien, aber das sieht schon so aus, wie es aussehen soll. Ja, Herr Müller, machen wir gleich. Machen wir aber in der nächsten Folge. War jetzt eher eine zwischensequenzreiche Folge. Ist aber auch einiges passiert. In der nächsten werden wir mit dem Müller reden. Ja, und dann werden wir wahrscheinlich wieder einiges zu tun bekommen. Aber schön haben sie es hier. Gefällt mir. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und dann mal gucken, was der Müller alles für uns hat. Bis dann, tschüss.